Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil, Quadrat Mars-Pluto. Der Mars bildet auch ein Trigon zu Jupiter, der der Herrscher des dritten Hauses ist, Spitze 3 im Schützen. Herrscher von 3 in 5 würde an sich bedeuten, dass die Wirtschaft wieder wächst. Wir haben Spitze drittes Haus auf Krebs gerade, das wäre ein Bezug auf die Heimat. Das heißt, hier versucht die Wirtschaft, Handel, Industrie im eigenen Land Fuß zu fassen und wächst. Jupiter ist ja, wie wir wissen, jetzt wieder direktläufig. Aber das Trigon zu Mars zeigt uns aber, dass die Wirtschaft in diese Finanzgeschichte hineingezogen wird, aber auch in dieses Zerstörungspotenzial hineingezogen wird. Gleichzeitig bedeutet der Jupiter auf dieses Quadrat bezogen eine Multiplikation des Zerstörungspotenziales. Also das heißt, hier kommt dann obendrein noch Kreativität, Fantasie, Erfindungsreichtum zum Zerstörungspotenzial dazu. Also ganz spannende Querverbindungen, die sich hier ergeben. Dass die Wirtschaft mit dem Wachstum wenig Glück haben wird, erkennen wir. Spitze, fünftes Haus im Wassermann, Herrscher von 5 in 8 in Konjunktion mit dem Mond. Das heißt, wir erkennen daraus, dass das Wachstum in einem sehr, sehr schwierigen Prozess drinnen steckt. Ich würde sagen, ein Wachstum ist unter diesen Voraussetzungen und Vorzeichen in den nächsten Monaten ausgeschlossen. Ja, es gibt Wachstumspotenzial, natürlich gibt es das. Ein lieber Freund hat mich telefonisch darüber informiert, dass am Zentralfriedhof zum Beispiel auffallend viele LKWs sind, voll mit Grabsteinen beladen. Also tolle Sache, die sich da tut. Das erinnert mich so an das Lied damals, schwer mit den Schätzen des Orients beladen. Also hier haben wir wirklich wertvolle Fracht an Bord, zahlreicher LKWs und der Steinbruch ist wieder aktiv. Unterm Strich gesagt würde ich sagen, man schafft neue Kapazitäten. Ihr seht, die Eliten kümmern sich rund um Service, um uns sozusagen vom ersten bis zum letzten Tag von der Wiege bis zur Bahre. Also schöne Potenziale werden hier frei. Also das heißt, hier ist durchaus dann auch ein Wachstumspotenzial gegeben, aber eben in eine unerwünschte Richtung. Wir haben ja auch gelesen, dass in London ein gewaltiges Leichenhaus errichtet wurde. Wunderschön, also großartige Dinge geschehen. Und die sind nicht richtungsweisend. Das hat natürlich nichts zu bedeuten. Logisch, ja, nichts hängt immer mit nichts zusammen. Und der Mond ist der Herrscher des 10. Hauses und hier könnte es schon im Bereich der Stadtsepatenchunta zu deutlichen Veränderungen kommen. Und ich würde sagen, weil das ist auf Waagegraden, ich glaube 16 Grad 47 oder was haben wir da gehabt? Ich habe das schon wieder 16 Grad 15, ja, beinahe 16, 15, 3 Jahre vom 30-jährigen Krieg. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall gewisse Veränderungsprozesse, die dann mit Uranus drauf rasant vonstatten gehen können. Also das heißt, hier kann es dann zu überraschenden Reinkarnationsspiralen Eintritten kommen. Also das heißt, nobody versus who wants to live forever, wie das Queen damals schon so schön gesungen hat. Wir haben hier eine Halbsumme zwischen Mond, Neptun und Pluto. Und im KGB-Handbuch von Eberthin steht drinnen, Mond-Pluto haben wir hier oben, also kann man das lesen. Und hier steht unter Neptun, Sensitivität, Überempfindlichkeit, Willenlosigkeit, Niedergeschlagenheit. Sentimentalität, ja, wir sind schon sehr, sehr sentimental drauf, weil wir uns von unserer Teflona wahrscheinlich verabschieden werden müssen. Aber schauen wir mal, ob nicht ein Doppelgängerin hier agieren wird, weil das Original wird damals, wie schon ihr Vater vermutlich, in Paraguay den Lebensabend verbringen. Das sind alles spannende Dinge, die hier zusammenlaufen. Ja, also das heißt, hier könnte es sein, dass sich die Kraft des Volkes, weil Pluto steht ja auch für starke, unterschwellige Kräfte, dass sich der Dank des Volkes in Richtung Mond entlädt, und zwar aufgrund Basis von 6. Haus
Besetzung Neptun, Herrscher von 6 in 6, unser wunderschönes, ja, da tropft schon, ihr seht, da tropft schon der Frostschutz wieder heraus, ja, es ist Inkontinenz, wohin man schaut, muss aufpassen, Moment, weg damit. Also hier könnte die Bevölkerung doch den Stadtsipaten eine Art Visitenkarte hinterlassen, aufgrund dieser großartigen Maßnahmen, die uns so lange so viel Freude bereitet haben, muss man an dieser Stelle auch einmal dankend hervorheben. Naja, große Dinge sind jetzt im Anrollen. Wir sehen auch den Herrscher von 8 in 3. Also das heißt, auch hier schaut es für Wirtschaft, Handel und Industrie nicht wirklich gut aus. Also das heißt, und wir haben auch den Herrscher von 1 in 3. Also das heißt, in den nächsten Monaten werden wir so eine Art Sterbebegleitung für die Industrie inszenieren, weil wenn Herrscher von 1 und von 8 in 3 sind, jo, ist das für die Wirtschaft, Handel, Industrie kein gutes Omen und auch, naja, in Bezug auf die Medien, vielleicht kommt ja dann doch einmal ein bisschen Wahrheit raus. Na, wir müssen nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber es könnte sein, dass natürlich auch die Bewegungsfreiheit hier auf den Straßen stark eingeschränkt wird. Ja. Herrscher von 1 und Herrscher von 8 in 3 sind für mich Einschränkungen der Bewegungsfreiheiten. Gut, die nächsten Einschränkungen, was haben wir hier noch? Spitze 11 des Haus im Löwen, das könnte bedeuten, dass diese ganze Finanzaktion von den guten Verbündeten, von den wertvollen Alliierten, von diesen großartigen Gesellen und Personenkreisen gesteuert werden. Also auch hier ein wundervolles Eingreifen, wohin man nur blickt. Es ist jetzt eine spannende Zeit, die vor uns liegt. Gut, das war's einmal und ich würde sagen, weiter zum fünften Teil. Ende.